Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin wieder da. Ich muss das Sprechen wahrscheinlich noch mal üben und das mit dem ganzen Computer. Das hier ist für mich alles noch viel zu schnell. Ich bin vollkommen aus der Übung. Ich bin früher zurück. 4 Tage, glaube ich. Ja, so ungefähr. Wir wollten Freitag eigentlich zurückkommen, aber ja. Jetzt sind wir schon Montag zurück. Und ja, es gibt eine kurze kleine Info gleich, die ich euch auch gleich sagen werde. Logisch, ne? Aber erstmal gehen wir hier die ganzen Freundschaftsanfragen durch. Also, die kennen den ihn Bum, kenne ich nicht. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, ich gehe erstmal auf Ja und Lollipop Lola. Ich glaube, hoch. Erstmal nicht. So, die ganzen Clan-Anfragen habe ich abgelehnt, weil ich habe einen Clan, ich habe einen eigenen Clan, da bleibe ich auch drin. Ich wechsle nicht irgendwie zu anderen Clans, nein. Das könnt ihr euch abschminken, da werde ich immer ablehnen, weil ich habe ja Gems in den Clan investiert und das wäre ja totaler Blödsinn, wenn ich dann verlasse und die anderen Leute werden das vielleicht auch blöd finden, deswegen bleibe ich hier. Also in meinem Clan. Genau. Der Wasserfall im Hintergrund ist ziemlich cool eigentlich. Aber ich bleib trotzdem bei meinem Felsen da hinten. Genau. Und jetzt switchen wir rüber zu den Infos. So, wir sind jetzt geswitcht in eine andere Welt. Das war jetzt mega schlau von mir und hat auch mega was gebracht. Ich werde euch jetzt so eine kleine Mini-Info sagen. Und zwar werden jetzt nicht so. Ja, also eigentlich hat. Ups, da war Felsenteil. Okay. Ja. Nicht aus dem Bild. Eigentlich habe ich jetzt vorgehabt, so richtig viel Bilder zu fälschen. Mir sind mega viele Ideen eingefallen. Oder Ice Island einfach weitermachen, da ich ja jetzt wieder da bin. Allerdings ist mir dann plötzlich dann doch was dazwischen gekommen, das anscheinend mehr Arbeit benötigt. Und zwar ist das so ein Minecraft-Projekt. Was das für ein Projekt ist, werde ich jetzt noch nicht sagen, wenn das gar nicht hinhaut, weil ja, also Baum. Eigentlich sollte Nightfuel-Milka das. Ich weiß gar nicht, wer kennt überhaupt Nightfuel-Milka? Einige kennen ihn, glaube ich. Halt aufbauen, kaufen. Also, die sich mit Minecraft auskennen, wissen, glaube ich, was ich meine. Mit Programmieren und so ein Shit halt, ne? genau. Er hat auch festgestellt, dass er nicht genug Zeit dafür hat. Er ist gerade im Urlaub und hat halt nicht genug Zeit, das zu machen. Er hat Internet, er kann mit einem über Skype telefonieren, aber ja, kann halt keinen Computer, weil er keinen Computer mit hat, ne? Also kann er das nicht machen. Und da das diesen Sonntag angeblich starten soll, hat er nur so einen Tag Zeit, das zu machen und das ist anscheinend zu wenig. Deswegen mache ich das jetzt. Ich hab in Minecraft so mega null Ahnung. Ich bin der größte Noob da drin, wenn man Jonas fragt. Der kann das bestätigen. Also, ich glaube, ich bin da ziemlich dumm drin. Ja, genau. Und ja, also das dauert ziemlich lange. Ich habe ihn gefragt, wie lange das ungefähr dauert. Ich habe jetzt mit 3 Stunden oder so gerechnet, aber er meinte irgendwie, ja, 3 Tage schon. Ich so, aha, das ist ja sehr nett, ne? Und genau, der größte Minecraft-Noob muss jetzt so einen 3-Tage-Arbeits-Server erstellen irgendwie. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass das irgendwelche Profis machen. Also da sind mehrere Leute dabei, die ich nicht kenne. Aber es sind einige dabei, die mehr Ahnung haben als ich. Und eigentlich hatte ich eher gehofft, dass die das machen. Also dass der eine das übernimmt, aber nö. Nö, nö. Muss alles hier ich machen, weil ich dazu Bock habe und hätte ich das glaube ich nicht gemacht, hätte jeder gesagt, okay, dann lassen wir es eben. Also habe ich mein Maul dann aufgemacht und gesagt, ja, was soll man denn da so machen irgendwie? Also habe ich meinen Nightfuel-Maker gefragt, ja,
was muss man denn da so machen und so, wie lange dauert das und wie viel kostet das und all sowas. Und da hat er alles gesagt mit den Kosten und so. Ich habe gesagt, ja, oh, es geht ja voll klar. Und irgendwie hat sich dann dazu rausgegeben, dass ich das machen muss. Und ist nichts gegen Netfilm-Milka, ich wollte nur mal sagen. Also, dass ich jetzt keine richtige Zeit habe. Und ja, das heißt, ich muss jetzt 3 Tage lang irgendwas machen, wovon ich keine Ahnung habe. Nightfeelmaker hilft mir per Skype. Aber es ist, ja, also ich habe irgendwie Angst, dass ich da irgendwas falsch mache, weil ich mich dann 0,0 auskenne. Und das haut vielleicht nicht hin. Genau. Und dann muss ich bei meinem Aufnahmeprogramm noch gucken, dass ich das vielleicht auch aufnehmen kann. Ja, das wäre auch ziemlich geil, ne? Ein Baum. Wir drehen uns mal in die andere Richtung. So, la 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 la. Ja, genau. Das war jetzt eigentlich so das. Also ich glaube, ich kenne 2 Leute, die mich kennen. Die eine schreibt vielleicht regelmäßig in die Kommentare, ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl doch eigentlich schon. Also Toothless Rider. Jetzt bitte nicht in die Kommentare schreiben, was das ist, weil das, wenn das hinhauen sollte, soll es die Überraschung sein. Genau, weil, ja, da kommt dann noch rechtzeitig ein Infovideo, wenn das von dem Aufnahmeprogramm und wenn ich das irgendwie hinbekommen habe, wenn der Server läuft, dann kommt auch noch rechtzeitig ein Video, dass ihr Bescheid wisst, was das eigentlich ist. Genau. Nur, ja. Also wenn da doch irgendwie so ein bisschen Freiraum bleibt, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen weiß ich auch null, warum das so lange dauert. Wenn ich da mal freier Raum haben sollte, dann spiele ich natürlich auch School of Kacken hier, ne? Oder mach mal vielleicht auch Isom Island-Dings da weiter. Bilder bearbeiten dauert, glaube ich, zu lange, weil, ja, ich vielleicht nebenbei, wenn ich Bock habe, aber genau. Ja, wird schon hinhauen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Also nur damit ihr Bescheid wisst, nicht, dass es jetzt heißt, irgendwie, hä, du bist doch wieder da, wieso kommt denn jetzt nichts hier? Nicht wundern. Ich bin am Arbeiten. Und wenn ich arbeite, dauert das lange. So, die zweite kurze Sache ist, dass ich ja Gems habe. Wer hätte das gedacht? Jeder hat Gems. Also 1600 sind das, glaube ich. Konnte ja eben zum Anfang zurückspulen, da steht das oben, ja. Und genau, einige haben mich nicht gefragt, einige haben nicht so besonders nicht gefragt, warum ich denn nicht einfach eine neue Welt kaufe. Weil ich ja immer sage, oh, ich brauche unbedingt eine neue Welt, weil Isom Island bäh ist. Oh, ich habe getroffen, geil. Wo bin ich denn jetzt? Okay, wir fliegen jetzt einfach dahin. Ich musste irgendwann ja wieder rauskommen, ne? Oh, da bin ich. Wieso zum Teufel bin ich da gewesen? Ich dachte, ich wäre. Warte. Ich dachte, ich wäre irgendwie da. Nee, nicht da. Da. Nein, nicht da. Okay, ist egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Wieso ich mir nicht einfach eine Welt kaufe? Weil ich immer sage, Isom Island ist. Die anderen Welten habe ich mehr Bock und sowas. Das liegt daran, da ich noch auf was anderes spare. Was das ist, sage ich jetzt nicht, weil das eigentlich ja so eine kleine Überraschung werden sollte, weil egal was es ist, ihr würdet es sehen. Das war jetzt falsch gedeutet. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Okay, vergiss diesen Satz. Also, wenn ich es mir kaufen sollte, kommt es auch auf diesem YouTube-Kanal hoch. Das heißt, ihr werdet es auch sehen. Nicht aus dem Bild raus. Ich sage ziemlich viel. Ich hatte das Reden total verbabbelt. Ich war schon vorher schon scheiße im Reden, jetzt bin ich noch viel mehr dümmer im Reden. Genau, also ihr werdet es dann sehen, was das ist. Man muss, also, genau. Wenn ich halt merke, ich habe genug Gems, um mir dieses eine Dings da zu kaufen und eine neue Welt, dann hole ich mir auch eine neue Welt.
Also wenn ich mir sicher bin, okay, ich habe jetzt immer noch genug Gems, um mir das da zu kaufen. Es reicht zwar immer noch nicht, es ist vielleicht noch nicht draußen. Ich weiß, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob es schon draußen ist. Egal. Ihr werdet es denn ja sehen. Ihr werdet es sehen. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass das hier immer noch mein Account ist, wo ich entscheiden kann, was ich nun kaufe und wann ich es kaufe und ob ich spare oder nicht. Das ist, darf man auch nicht vergessen. Das ist ja jetzt hier nicht der Account, wo alle sagen können, ach, wir pflanzen Baum oder was weiß ich. Also, genau. Und in den Clans. Obwohl, nee, das mit dem Clan habe ich schon gesagt, genau. Das mit dem Clan habe ich, glaube ich, schon gesagt. So, jetzt habe ich meine Schnauze wieder groß aufgemacht und niemand hat was verstanden. Ich weiß nicht mal, ob jemand noch dran ist, weil ich wahrscheinlich wieder alles 10.000 Mal doppelt gesagt habe, weil ich mir immer nicht ganz sicher bin, ob ihr es versteht, aber hey. Das ist auch ein cooles Bild, ne? Wo man nichts sehen kann. Ja, moin. Das nennt man einen Kopf. Gut. Ja. Battle Event. Ja, kann ich nicht mitmachen, weil es bei mir immer abkratzt irgendwie. Ich werde immer rausgeschmissen, was weiß ich. Scheiß Admins. Also kann man echt nur blöde Admins dazu sagen. Also, es sind aber auch Menschen dort, da frage ich mich echt. So. Ja, jetzt versuche ich eine coole Pose zum Schlüssel zu bekommen. Was ich aber eher nicht schaffen werde. Ich muss weiter runter. Noch weiter runter. Okay, ich glaube. Wieso schießt er denn nach hinten? Das ist ja ein toller Bug. Schießt, Leute! Feeling all alone, there's so far to go.